Yay! Haben keinen Sound. Wir haben Sound. Cool. Also das letzte Mal ist das Spiel immer abgeschmiert, wenn ich es in dem Menü gemacht habe. Deswegen springe ich jetzt mal in das Spielladenmenü. Ich probiere es mal. Die Anleitung sagt, ich soll den Randomizer quasi jetzt starten im Menü. Das letzte Mal ist er dabei aber gestorben, das Spiel. Ne? Never mind. Alles cool. Ja. Wir haben gestern den Resident Evil 1 HD Randomizer gestartet. Oh ja, richtig. Wir haben quasi so gefühlte 50% von dem Fear can kill you, but the bots can kill you. Gefühlte 50% der Items aufgehoben und diese 50% bestanden aus wiederum 90% grünes Kraut und Ingribbons. Und sonst nichts. Richtig. Wir haben jetzt ehrlich gesagt ein paar Orte, wo wir hingehen könnten. Weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch mehr Schlüssel-Items habe, mit denen ich irgendwas anfangen kann. Also, ich kann jetzt den zweiten Snackfight kann ich triggern. Und gegen die, well, Snack kämpfen. Ich habe gestern versucht, die mit dem Messer zu killen. Und das ging gar nicht mal so schlecht. Ich habe es halt nur nicht gepackt. Ich kann aber, bevor ich das mache, kam mal die Dog Whistle. Das ist auch noch ein Schlüssel-Item, das wir benutzen können, um irgendwo noch einen Gegenstand zu bekommen. Und zwar hier unten, da wo es rot ist. Dazu müsste ich jetzt nur. Wo bin ich gerade? Hier die Treppe hoch. Hier die Treppe hoch und dann oben aus der Tür einfach nur raus. Okay. Easy peasy lemon squeezy. Bada bing, bada boom. Nicht killen lassen. Tür raus. And off we go. Ja, Stream sagt, wir spielen Resi. Hast du eben auch schon so hier gelegen? Irgendein Gefühl sagt mir, die Zombies sind nicht so tot, wie sie scheinen. So, und zwar kann ich jetzt. Ich habe jetzt nur Shotgun dabei, das ist aber okay. Okay, ist leicht übertrieben. Es ist akzeptabel. So. You blew the dog whistle. Borfsk, Borfsk. Ah, ja. Ups, falsch, das da. Oh, shit. Stop! Doggo! Wow, good shit.
Take the collar. Da ist noch einer. Dankeschön. Aber nein, danke. No, 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 no. No, 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 no. Oh. Yay. Ah. Fuck. No. Let me heal. Ich komme eh nicht hierhin zurück. Might as well. Discard the dog whistle, yes. Might as well voll heilen und dann nie wieder an diesen Raum denken. So, wir haben jetzt den Collar, was prinzipiell auch nur eine Kiste ist, wo irgendein Item drin ist. Oh, not use it, examine. There's a switch, will you press it? What? A coin was hidden inside the collar. Also die Coin selbst, die ich hier bekomme? Ah ja. It changed into the shape of a key. Imitation of a key. Oh. Shaped like a key, but lacks the rigidity to be used as one. Hm. Jetzt haben wir etwas, was die Form eines Schlüssels hat, aber kein Schlüssel ist. Galaxy Brain Mode incoming. Wenn ich den Fake-Schlüssel mit der Schrotflinte und dem Pott mit Honig kombiniere, könnte ich... Hi. Nope! Ja, genau das! Nö, danke. Genau die Wichser können mir so hart gestohlen bleiben. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. May whoever takes this emblem find peace in death. Will you take the mansion key? Natürlich. Oh no. Schub. Oh no. There's an indentation in the middle. Detention. In the middle of a street. Detention. In the middle of the... Und jetzt haben wir den echten Key und der Fake Key ist da drin und wir sind alle glücklich. Behaupte ich mal. What? Der Armor Key? Du meinst den Schlüssel, den man normalerweise zu Beginn des Spiels bekommt? Heck yeah! So, da geht's jetzt auch weiter. Und vielleicht gehe ich auch da weiter. Da drin ist Snackfight, glaube ich. Was immer noch nach wie vor keine schlechte Idee ist, den einfach versuchen, mit dem Messer zu killen. Ich glaube, ich bin dazu in der Lage und ich will die Munition, ehrlich gesagt, nicht verschwenden, die das Ding frisst. Gerade auf Hard Mode. Man kämpft. No, oh shit. Normalerweise erst recht spät gegen den... Moment, macht das überhaupt Sinn? Macht es überhaupt Sinn, jetzt zurückzugehen? Ich meine, theoretisch könnte ich speichern. Okay. Bringt mir das irgendwas? Ich habe jetzt zwei Dinge getan. Ich weiß, wie ich an den Dings-Key drankomme. Falls ich jetzt sterben würde, weiß ich, wie ich an den Rüstungsschlüssel drankomme. Fuck it.
Fuck it. Ich habe nichts zu heilen dabei. Scheint so, als würden wir uns von der Schlange erst gar nicht treffen lassen. Guter Plan, ich weiß. Gut. Helmut Key. Yes. Rocknix, hello, schönen guten Abend. Na, alles fit? Schön, dass du reinschaust. Was war hier nochmal? Oh ja, Windcrest, das ist sehr elementar. Und Dagr ist weniger elementar. Jupp, yep, alles gut. Das freut mich zu hören. Selbst? Sagt das genug? Oh. Das ist keine Cutscene. Das ist kein... Ich habe mich soeben erinnert, das ist keine Cutscene. Well, tits. Shit. Nice. Okay, die ersten paar Schläge ohne Schaden zu bekommen. Sehr gut. Hi. Autsch. Okay, Schaden bekommen. Hm. Fuck. Irgendwas sagt mir, dass das eine schlechte Idee war. Oh no, oh no, oh no. Fuck! Da war ich aber gar nicht. Ja. Sieht eher danach aus, als wenn du die Schlange jagst. Ne? Es ist gerade ein Katz-und-Maus-Spiel. Ein Mensch- und Schlangenspiel. Okay. Ich sehe nicht, wo dein Kopf ist. Shit. Oh. Da vielleicht nicht den Kopf angreifen, sondern da, wo auch. Shit. Ich glaube, jetzt habe ich so viel Schaden gemacht, dass er so schnell ist. Genau, dass ich nicht mehr so nachkomme. Hunt down the Snackman. Fuck. Ich bin auf Danger. Könntest du, Jill. Wie hat denn das mich getroffen? Mhm. Sie beißt nach vorne. Während ich links von ihr stehe. Bist du nicht auch vergiftet? Ich glaube, in dem zweiten Kampf wird man nicht vergiftet. Klobisch. Nur im ersten. Okay, aber ich kann jetzt einfach quasi aus dem Safe-Raum ein, zwei Heal-Items mitnehmen. Ist eigentlich was in der First-Aid-Box drin, ist auch randomized? Ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich nicht. Never mind. Ich dachte, da wären irgendwie Heilsprays drin oder so. Vielleicht sehen sie das. Ich bin gerade zu doof dafür. Ist auch egal. Ich nehme jetzt ein dicke, zwei dicke Heilis mit. Eine dicke, fette Party. Ja, ich könnte theoretisch auch blaues Kraut mitnehmen, aber ich wurde bisher noch kein einziges Mal vergiftet in dem Kampf. Irgendwas sagt mir, dass Gift nicht so das größte Problem ist.
Das ist in der Tat mehr der Schaden. Okay, machen wir die ersten Schläge. Versuche ich alle. Falsch. Nee, richtig. Ich hätte es eigentlich nach einem Aufwasch machen können. Nee, dich nicht. Nee, ist egal. Die ersten paar Schläge werden alle gemacht, quasi während ich hinterherlaufe, bis sie zu schnell wird. Und dann, erst dann kämpfe ich quasi, wie sagt man, fair. Hat die Schlange nicht auch einen lustigen Namen? Ich erinnere mich, die Schlange hat einen Namen in der Lore von Resident Evil. Oder einen Spitznamen? Ich weiß es gar nicht mehr, ob das hier offizieller Name ist. Weiß denn irgendwer? Ich glaube, es war Yarn. Mr. Snake. They call me David. Das war ein Witz. Glaub mir, das war ein Witz. Nope. So viel zu meinem Plan. Komm her. Oh Gott. Könntest du bitte mal hier langkommen? Boy. Oh, fick dich. Kannst du durch dich selbst angreifen? Oh Gott, hänge. Never mind. Ich könnte... Wäre das Cheaten, wenn ich für den Kampf von der Tank-Control-Steuerung auf die Nicht-Tank-Control-Steuerung wechsle? Weil hierfür wäre das unglaublich hart geeignet, sich schnell bewegen zu können. By the way, im Resi 1 Remake kann man zwischen Tank-Controls und Nicht-Tank-Controls... Oh Gott, okay, das war mein Fehler. Hin und her wechseln. Ja, okay, ist ja gut. Nope. Oh Gott. Oh Gott, nope. Nicht gut, gar nicht gut. Statische Kamera habe ich noch nie gemocht. Für solche Bosskämpfe auch absolut nicht geeignet. Für alles andere in Resi sehr gut. Aber ich glaube, dann bin ich schon zu langsam, oder? Ah, ne? Oh, jetzt bleibe ich an der Wand hängen, genau deswegen. Ja. Ein großer Teil, warum Resident Evil so gut funktioniert und warum man vor solchen Zombies, die eigentlich eher lächerlich aussehen als alles andere. Ja, sehr gut. Okay. Warum man vor denen tatsächlich Angst hat, ist, weil man eben relativ wenig Kontrolle über den Charakter hat, um seine Umgebung. Oh, ey. Der Kamerawinkel hier ist echt für den Arsch. Hältst du Schläge aus? Nimmst du Schaden, ey? Oh, fick dich. Bist du tot?
muss schon wieder heilen. Ist auch etwas Geschmackssache. Ich bin etwas näher am Char. Bin gerne etwas näher am Char. Ja, natürlich. Aber das würde halt dich mehr in eine Machtposition bewegen, wo du, wenn du halt Kontrolle darüber hast, was passiert, wenn du genau siehst, wo du hinzielst und so weiter, das macht das Spiel angenehmer, aber ne, ich würde fick dich. Ich würde argumentieren, dass die erste Gott. Dass das Ziel eines Horror-Survival-Spiels nicht unbedingt ist, dass es angenehm zu spielen ist, you know? Fuck off. Ich probiere ihn aus Spaß mal mit 3D-Steuerung. Weil er da ist, ja, das führt ja nirgendwo hin. Ich habe ihn jetzt mindestens 40, 50 Mal abgestochen. Chat, zähl mal mit. Wie oft wir zugeschlagen haben oder wie oft wir zuschlagen werden beim nächsten Versuch. Dabei macht das Messer gar nicht so wenig Schaden. So, Controls Alternative, ne? So, und jetzt kann ich doch... Ja, jetzt spiele ich quasi klassisches... Klassisches... Oh Gott, ist auch gewöhnungsbedürftig erstmal. Klassische, ja, Third-Person-Kamerasteuerung, wenn man so will. Macht natürlich für ein Spiel mit statischen Kamerawinkeln halt eben keinen Sinn. Einer der Gründe, warum zum Beispiel Resi 1 und auch Silent Hill 1 und so weiter diese Art von Steuerung erfunden haben, ist, wenn ständig die Kameraposition wechselt, weil statische Kamerawinkel und so weiter, ist es für den Spieler und auch den Algorithmus, der deine Inputs quasi interpretiert und daraus Bewegungen für den Charakter umrechnet, nicht immer klar, wo du hin willst, wenn du nach vorne drückst. Ne? Also wenn ich jetzt nach vorne drücke, gehe ich nach vorne, klar. Wenn ich jetzt nach vorne drücke, gehe ich dahin. Okay. Oder hier ein besseres Beispiel. Um jetzt quasi links aus dem Bildschirmrand rauszugehen, drücke ich nach links. Um jetzt weiter geradeaus zu gehen, drücke ich aber nach unten. Wenn ich jetzt aber von hier zwischen dem Kamerawechsel nach links drücke und gedrückt halte, laufe ich weiter in diese Richtung. Sobald ich aber loslasse, ändert sich quasi die Interpretation. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ne? Dass 3D-Steuerung und feste Kamerawinkel nicht unbedingt so sehr zusammenpassen, wie man denkt. Wenn ich jetzt noch einen Knopf zum Angreifen hätte statt zwei. Das wäre der Shit. Und ich kann quasi beide auf einmal hämmern, dann macht sie das. Bye. Und ich darf nicht ständig die Map-Taste drücken, wenn ich die Map-Taste nicht drücken will. Oh Gott. Yep.
Oh, das habe ich aufgepasst, weil ich Chat lesen wollte. Oh, shit. Oh Gott, Fehler. Ich kann aber einfacher wegrennen. Klar, aber RE2 macht es ja auch gut. So mag ich es halt. Ist sogar ein RE2 Remake, meinst du jetzt? Ja. Aber das ist ja auch prinzipiell ein komplett anderes Spiel. Gleiches. Ja, schon wieder. Ich stehe neben deinem Kopf und du schlägst nach vorne und machst mir Schaden. Okay. Shit, okay, das reicht gar nicht. Die haben ja aber auch, muss man dazu nehmen, normale Zombies. Ja gut, machen jetzt im Zweier-Original auch nicht wirklich Schiss. Gut. Ebenfalls, okay, man muss da dazu sagen, es gibt noch andere Gründe für statische Kamerawinkel. Und zwar, könnt ihr nach unten schlagen? Danke. Moment. Ich führe meinen Satz gleich zu Ende. Irgendwas sagt mir, dass der von den Schlägen in den Schwanz keinen Schaden bekommt. Ja, mach du. Viel Spaß dabei. Shit. Das stimmt. Ich meine ja nur, man kann im Third Person halt anders spielen. Richtig, eine Art der Darstellung und damit die Entscheidung des Machers. Ja, ich mag es dann auch nicht. Okay. Der große Grund, warum Resi 1 und 2 das damals, oder einer der großen Gründe, warum das damals gemacht wurde, ist, weil das die Möglichkeit gegeben hat, viel bessere Grafik in das Spiel einzubauen. Dadurch, dass, und man sieht es ja hier auch ein bisschen, dadurch, dass jeder Kamerawinkel vorgegeben ist, muss prinzipiell außer Jill und den Gegnern nichts Dreidimensionales berechnet werden. Ja, ist okay, dass da, genau, versuchen wir auch da für die Nuss. Ich hab nur Scheiße gespielt. Komm. Yes. Laden wir gerade neu das da. Ist ja traurig. Das müsste das geht, das da. Obwohl es auch sehr viele Schläge braucht. Ja. Und die ganzen Hintergründe in RE 1, 2 und 3 sind vorgerendert. Das heißt. Also, ich habe das, glaube ich, schon mal erklärt. Ich denke, jeder weiß, was vorgerenderte Hintergründe sind im Vergleich zu zur Laufzeit berechneten. Wenn nicht, kann ich es auch schon erklären. Aber das ist, denke ich, auch einer der größten Gründe, der großen Gründe, warum das Resi gemacht hat. Ja klar, ist ja auch in Ordnung. Ist der Geschmack, ja, richtig. Diablo hatte zum Beispiel Random Maps, um Speicher zu sparen. Heute wird die Mechanik immer noch verwendet, obwohl sie keinen Sinn macht. Und das ist auch beliebt.
Ja gut, die wird heute gemacht, weil Level-Design anstrengend und schwierig ist und Wiederspielbarkeit dadurch zu generieren ist. Hat schon einen technischen Sinn. Ein Stück weit. Es ist, ja. Es ist irgendwo eine Mischung zwischen einem technischen und einem künstlerischen Sinn. Aber es ist ein anderer technischer Sinn als damals. Das stimmt schon. Ne? Und deswegen. Und deswegen eigentlich Tank Controls. Okay, ich gebe dem noch einen Versuch. Wenn das nicht funktioniert, dann mache ich was anderes. Dann durchsuche ich erstmal noch die Welt nach Shit. Yeah, wir haben das zweite Spiel gewonnen. GG, well played. Good job. Man macht es der Spielmechanik wegen, richtig. Good. Good shit. Hi, Snake Man. How you do? Eins. Nope. Good. 2, 3, 4. Fünf. Fünf. Ne, 4 war mal, oder? Off! 6, 7, 8. Und ich habe aufgehört mitzuzählen. Kamerawinkel, please. Oh, okay. Bitte! Das ging sowas nicht mal von grob in meine Richtung, der Schlag. Ja, okay, Hurtbox um den Kopf rum, sobald er zuschlägt. Ist ja gut. Bitte! Ja. Nope. Wie viel fucking Messerstiche hältst du aus? Okay, ich drücke nach unten. Ich drücke nach unten. Sie schlägt nach oben. Das macht keinen Sinn, ist aber egal. Kamera! Ja, ist okay. Ja. Da aus der Ecke kam ich nicht mehr raus. Ohne dass der Kamerawinkel sich 18 Mal ändert. Eine überlebe ich noch. Oh, hi. Bitte. Das, Herr Schlangerich, wage ich zum Zweifeln.
Oh, ich bin vergiftet. Nee, bin ich nicht. Hä? Controller halt gerade ganz seltsam vibriert. What the fuck? Yo, I made it! Yeah. Ich bin durch zwei Heal-Items durchgeflutscht. Giant Snake Got Nothing hieß das Achievement, das ich gerade bekommen habe. Heute, los! Ich habe noch 30 Sekunden, bevor das Match zu Ende ist. Okay, drei Schlangen heute, ein Schlangenkristall und fünf Pups Knochen. Was nur bescheuert gemacht ist, dass der anderen Skins verpassen kann, die aber so in komischen Truhen sind, die man nicht weiß. Und die Items in den Kisten willkürlich sind. Welcome to the world of lootboxes, my friends. Resident Evil 3 Resistance heißt es, ne? By the way, Rocknix. Spielt der gute Ridley. Books have fallen from the shelf. Ja, aber das ist ja noch relativ normal. Also nicht toll, wie das funktioniert in, ne, dem Game, aber relativ normal. The knob is broken. It doesn't look like it'll open. Okay. Wenn jetzt nicht in den... Habe ich... Wait a second. Ich habe gerade... Habe ich gerade das Ding hier aufgehoben? Und ich war so daneben. War da ein Decker drin? War da in dem Buch gerade ein gottverdammter Dolch drin? Wenn ich nochmal sterbe, mache ich das definitiv nicht nochmal da. Für ein Dolch! Fuck that! Ach, der kam hier rein, ne? Okay. Heute mal eine Runde Octopath weitergespielt. Nice! Ach, gestern hast du Lust gehabt. Dich freut mich, dass ich dich motivieren konnte. Ich halte die Wette nicht mehr aus. Jetzt habe ich mich ungelogen mindestens 2 Stunden, naja, okay, 1 Stunde, ja, ein bisschen mehr als 1/2 Stunde mit der Schlange geprügelt. Wofür? Für einen Dolch. Hi. Schlecht. Ich bin gerade so innerlich tot. Nee, falsch. Gut. Oh ja, jetzt sind wir wieder in dem Modus. Oh, hi. Ich komme gar nicht mehr dran vorbei. Gut. Geh mal damit. Und ich kann mich mal wieder nicht entscheiden, was ich spielen soll. Oh, Bianca. Wenn du es nicht weißt, wer soll es denn wissen?
Wer außer dir selbst kann dir sagen, was du tun sollst in deinem Leben? Niemand. Überhaupt gar niemand. Oh Gott. Das ist krass. Ganz ernsthaft, das macht mich gerade wahnsinnig. Ich würde es theoretisch als unehrenhaft ansehen, jetzt einfach neu zu laden. Falls ich aber aus irgendwelchen Gründen sterben sollte. Ne? Okay. Ich weiß aber, was noch zu tun ist. Oh, Moment, bin ich gerade voll den Umweg gelaufen? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich habe aber die Pfeife nicht dabei. Ich pfeife. Gut. Bist du noch am Leben, Freund? Nee. Oh, doch, hi. Oh, Chefe. Ich muss da durch. Move, bitch. Get out the way. Get out the way. Ja, hier rein. Magst du aufstehen und mir ins Gesicht treten? Ne? Okay. Ach, das will ich schon, dass mich Leute angreifen. Ne. Ne. Gott, das ist frustrierend. Ach. Die Tatsache, dass ich gar nicht realisiert habe, dass ich den ganzen Kampf jetzt quasi nur dafür gemacht hat oder erst relativ spät realisiert habe, macht es fast nur schlimmer. Gut, ich muss da ohnehin rein wegen der Windcrest. Ja, okay, soweit, so gut. Aber den Kampf hätte ich mir sparen können. Naja. Ups. Das weiß man halt nicht. Oh, mein armes Kreuz. Es wird, glaube ich, Zeit, selbst für Ein-Mann-Stream-Aktionen mein Stream-Setup wieder so umzubauen, dass ich von der Couch aus streamen kann. Namaste, you guys. Willst du auf den Arm? Willst du mich tragen, Ripley? Das wäre nice, dankeschön. Mina! Einen wunderschönen Gnorwind. Na du, alles fit bei dir. Vielen Dank für den Host und schön, dass du reinschaust. Falsche Tür. Richtige Tür. Falsche Tür. Na, wie ist es? Wie weit bist du in Resi 3? Kriege ich es diesmal hin, den Hund umzubringen, ohne dabei. Oh, ich könnte mich erstmal. Ich könnte mich erstmal heilen. Nüchtern betrachtet habe ich ja auch nur. Zwei Heal-Items verwendet. Wow, Doggo. Calm your tits.
die Hundeleiche liegt hier und sein, wie sagt man, sein Halsband liegt hier. Uff. Streame ist ja. Also morgen geht's weiter. Nice. Ja, und wie weit bist du? Aber sonst alles fit. Das ist gut. Das freut mich. Examen. There's a switch. Fake key, I know. Muss mit Carlos den Prof suchen. Für Jill. Alles klar. Okay. Cool, cool. Jetzt habe ich Schaden bekommen? Nee, habe ich nicht. Da geht sie hin, meine Munition. Jetzt habe ich aber zumindest. Naja, ich habe jetzt die Möglichkeit, den Armor Key mir zu holen. Und dann ist quasi das ganze Menschen erstmal für mich geöffnet. Aber die zwei Nemesis Fights sind nice. Dann hast du den Nemesis Fight auf dem Vorplatz schon gemacht, ne? An dem Kirchturm, ne? Der ist sehr interessant. Das war der erste nochmal. Ist ja nicht so, als hätte ich das Spiel innerhalb der letzten zwei Wochen irgendwie sechsmal durchgespielt. Ah, richtig auf dem unser Rooftop, der Flammenherbert. Oi. Oi, 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 oi. Der ist impressive. Oh, du spielst auf der Konsole, ne? Ja, klar. Falsch. Hier lang. Wie klappt denn das mit dem Zielen? Auf der Konsole. Weil gerade bei dem Flammen-Herbert-Kampf musst du ja eigentlich ziemlich genau zielen. Oder? So, jetzt hab ich laut den Schlüssel. Jetzt kann ich. Ja, scheiße nicht. Jetzt kann ich laut unten rein, vielleicht da unten links. Naja, quasi straight unter uns. Da gibt's eine rote Tür. Dafür müsst ihr aber halt dann hier durch. Und das ist. Gar nicht so einfach gesagt, wie getan. Nee, gar nicht. Wow. Warum zur Hölle hast du dich gerade einfach gedreht? Oh, shit it. Yes. Yep, Howard, fuck you. Oh, Dolch. Nice. Controller, aiming is my biggest weakness. Same. Ist wieder zum Zweier. Ich fand's okay, okay. Wenn das bei dir klappt, umso besser. Ich könnte das nicht, glaube ich. Ja, nice. Ich bin für Controller, aiming bin ich nicht gemacht. Willst du mich verarschen? The fuck? Nimm den Decker bitte wieder mit. Nee, okay. Oh, Tits. Da gehen zwei meiner Decker hin. So, aber ich bekomme jetzt
die Tür auf. Nee, die war schon vorher auf. Hi. Goodbye. Ja, mal sehen. Also ich glaube, wenn wir Resi... Oh, from the other side. Oh, okay. Wenn wir das Resi 1 Remake durchhaben, den Randomizer, dann mache ich auch mal eine kurze Pause, was Resi Games anbelangt. Und wir nehmen uns vielleicht mal noch so ein paar ähnliche Horror-Games vor. Naja, wir nehmen uns ein paar Horror-Games vor, die ich gerne spielen würde. Wobei wir auch irgendwann noch S-Rank in den anderen Schwierigkeitsgraden holen. Eines schönen Tages. So, neuer Raum. What? Okay. 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 Eine lange grüne Pflanze. Kann ich mich nicht heilen oder so? Mitnehmen? Ne? The fuck? Jill, don't scare me. Speak for yourself, Barry. What are you doing here? Yeah. Well, yeah. I think you should take a look at this. I warn you though. It's not pretty. Forest. Oh, die Texturen, mein Dude. What could have done this to him? What do you mean? But I'm gonna find out what did this to him. Es wimmelt von Zombie und Zombie. Other areas? Yeah, sure. Jill, this is no longer useful to Forest. We don't know what's going to happen. Take it with you. It's dangerous to go alone. Take the... Sicher, fucking ernst. Hey Jill, magst du vielleicht einen Granatenwerfer? Ah, Moment, magst du vielleicht ein grünes Kraut haben? Fuck! Hätte ich Nein sagen können? Es wäre egal, wenn jetzt ein grünes Kraut in der Hand gehabt hätte. Oh, da liegt ein Dolch. Okay. 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 Barry. I still can't believe it. Okay, Barry. Er liegt in der Tat tot vor dir. Ja, er sitzt. Ich hatte Ernst. Es ist doch ein fucking Meme. Jedes. Ich hab den Streamtitel aus Spaß so gewählt. Ne? Das war ein Gag. Weil ich in meinem bisherigen Playthrough halt ziemlich viel grünes Kraut und Ink Ribbons gefunden habe. Like, what?
Habe ich wirklich jedes einzelne grüne Kraut bisher gefunden? In diesem Spiel. Boy! Ich werde niemals sterben. Es sei denn, Jill entwickelt eine Brokkoli-Allergie. Und dann sterbe ich wahrscheinlich instant, weil ich 5000 Kilo Brokkoli in meinem Inventar habe. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Jetzt kommt der zweite Snackfight. Das ist ja eigentlich der erste Snackfight. Ich krieg die Tür nicht mehr zu. Wie gehe ich denn da am klügsten? Obenrum? Obenrum. Ja. Easy peasy, lemon squeezy. Das Game versucht es mir gerade gefühlt schwerer zu machen, als Resi 3 auf Inferno war. Ich hatte die ersten anderthalb Stunden von dem Spiel gefühlt keine Waffe. Okay, falsche Tasten drücken hilft nicht. Dass Zombies zwei Schüsse aushalten, hilft auch nicht. Fudge. Ist der gerade oben durch die Decke geglitscht? Oh, Jill, bitte. Geh da fucking rein. Was ich auch sinnlos fand in Zero, der Spruch, wenn du Billy Kräuter machen wolltest, das ist nichts für Billy. Dachte ich, bitte was? Ich will nicht überleben. Ich habe eine Brokkoli-Allergie. Weiß ich gar nicht mehr. Ist noch gar nicht so lange her, mein Playthrough mit von. Oh, fuck it. Mein Playthrough von Zero. Nee, das wollte ich nicht. It's broccoli. It's good for you, except for when you eat too much of it. Ein Dreier draus, mir wurscht. So, jetzt gehe ich hoch und die Tür ist dann aufgesprungen wahrscheinlich. Stehst du auch auf? Nee. Ja. Oh doch, tust du. Hi. Nope. Good. Yep. Good. You do you, buddy. Ich gehe weiter. Doch, ist okay. Einfach ein bisschen Shotgun-Munition. So ein bisschen. Das wäre richtig derbe. Weiß nicht, vielleicht kommt Billy aus einem Glaubenskreis, der einem verbietet, Kräuter zu kombinieren, weil man dann automatisch als Hexe gilt. Oder Hexerich? Hexen? Ich habe auch das Prinzip eines männlichen Hexers nie verstanden. Ist das eine Hexe? Ist das ein Hexenmeister? Ist das ein...
Nur ein Magier oder? Jill, here's my radio. Take it. Radio. I'm. What's going on with that radio? Namaste, you guys. What? Der Herr ist moserig. Ja, servus. Einen schönen guten Abend. Namaste, you guys. Good morning. Oh. Huhu, ihr lieben Leute. Na, alles fit bei euch? Ich habe die Kamera ein bisschen erhoben. Ich kann sie so tief. Hey. Puff. Wie war dein Stream, Kollege? Wie geht's dir? Was hast du getrieben? Und wie lief's? Ja, mhm. Rotes Kraut, cool. Oh, Munition. Das ist die zweite. Die zweite Munitionsdings. Wie heißt das? Die zweiten Clip, den wir bisher gefunden haben. Ja, toll. Boah, ich dachte, ich hätte noch. Hey Lucy, guten Abend. Hallöle, ganz okay. In Super Mario wieder gefailt. In Super Mario, welches denn? Okay. Okay. Ja, wir spielen gerade den Resident Evil 1 HD Remaster Randomizer. Falls dem einen oder anderen nicht... The fuck? Klar ist, was ein Randomizer ist, kann ich gerne erklären, aber ich denke mal, das ist inzwischen vielen ein Begriff. Wenn nicht, Hand heben. Schaut es bei mir aus. Das Spiel hasst mich. Ich krieg nur Scheiße. Scheiße. Bei 90% grünes Kraut kannst du... Ich zeig dir gleich mal meine Kiste. Ich zeig dir gleich, was ich im Spiel bisher gefunden habe. Raise my hands. On Xos? Xos? On? Wie soll ich dich nennen? On Xos? Ein Item Randomizer prinzipiell ist nichts weiteres als ein Mod, eine Modifikation für das Spiel, die alle Items, also alle Gegenstände, die man finden kann im Spiel. Moment, muss ich kurz nachdenken. Die alle Gegenstände quasi einmal in einen großen Pot wirft, einmal wild durch die Gegend würfelt und dann die Gegenstände dann quasi aus dem Sack greift und an die Ursprungsorte hinlegt. Nur nicht halt das Ursprungs-Item. You get it? Onxos. Okay, so ausgesprochen. Okay. Ja, und dadurch ist halt so der Fortschritt im Spiel ein anderer, als wenn man halt eben ja, normal spielt. Ich brauche eine Kiste. Ich gehe oben an die Kiste. Komme ich da ran? Ich weiß es gerade nicht. Doch, komme ich. Ich müsste nur hier durch. Das ist einfacher, okay. Ich habe aber keine Munition mehr. Ich habe Munition. Ich habe die Waffe nicht dabei, für die ich Munition habe. Na, okay. Well, let's hope for the best. Allgemein finde ich, Randomizer werden immer noch unterschätzt. Das macht auch ein Spiel, das man schon x-mal durchgespielt hat, macht als Randomizer einfach wieder unglaublich viel Spaß, weil man das Spiel quasi gezwungen ist, aus einem ganz anderen Winkel nochmal zu betrachten. Hier rein. Ist doch Resi 4. Resi 4 ist saugeil. Nope. Habe ich das gemacht? Wie habe ich denn das gemacht? Nice.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Crimson Heads. Uff, ganz schrecklich mit der Tastatur. Resi 4? Fand ich gar nicht. Die ganzen Third-Person-Resis könnte ich nicht mit Controller spielen. Das hier geht. Ne? Oh, ist die Kamera zu hoch. Mal so ein Mittelding, so ungefähr. Klassische Resis, gerne mit Controller. Third-Person-Resis, Maus und Tastatur. Sonst geht nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde die ganze Zeit aufregen oder weinen, ja. Deswegen spielt man doch Videospiele, oder? Weil ich das Item nicht bekomme, das ich brauche. Deswegen spielt man doch Videospiele, oder? Okay, ich finde Munition. Ich beschwere mich nicht, absolut nicht. Jewelry Box. Okay, das ganze Haus ist randvoll mit Crimson Heads. Das ist ein bisschen schlecht. Das ist ein bisschen sehr schlecht. I'm sorry, what? Stone Ring. And a family picture and the notes. There's something written on the back. Okay. November 10th, 1967. Progenitor virus administered. Jessica administered the virus type A. Plasmalizing of tissue during cell activation. Virus fusion negative. Action disposed. Jessica, wait, die haben der das Serum 1967 verpasst. Oh, Lisa war das. Administered Type B, plasmalizing of tissue during cell activation, virus fusion, positive but delayed fusion. Body modification, observed constant results, status continue, protective observation. Protective? Okay. George! Action terminated. There's a journal left by someone. November 14th, 1967. I feel dizzy after that shot they gave me. I don't see Mom. Where did they take her? She promised that she would escape, that we would escape together. Did she escape alone and leave me behind? I found Mom. We ate together. I was very happy. But she was a fake, not my real mom. Same face, but different inside. I have to find Mom. Have to give face back to Mom. Got Mom's face back. Nobody can have my mom except me. Attach her face to me so she doesn't go away. Because Mom said when I meet her without her face. What? Because Mom said, also said. When I meet her without her face. November 17th, 1907. From inside box. Scent of Mommy. Maybe true mother there. Stone box hard. It hurt. Steel rope in the way. Das ist ein Punkt und nach dem Punkt schreibt man groß, ja. Can't see mother because four stones. Okay. Ja, okay. Man kann Spiele spielen, ohne sich aufzuregen oder zu weinen, ja, ne? Was spielst du denn für Zeug? Dann mache ich hier alles falsch. Wenn du nicht mindestens einen Controller pro Tag zerstörst, weil du ihn vor Wut in die Ecke pfefferst, dann spielst du nicht am Limit. So, ich habe eine First Aid Box. Ich habe 14 Ink Ribbons. Blue Herb, Green Herb, Green Herb, Blue Herb, Green Herb, Green Herb. Oh, geht eigentlich. Also, weil ich eben schon 3 kombiniert habe. Und dann habe ich 12 Granaten und eine Handgun mit 2 Schuss. Das war's. Und jede Menge Schlüssel-Items, wo ich nicht weiß, wohin damit. Weil
Nee. Gut, ich könnte theoretisch... Nee, es war falsch. So. Und dann kann ich das Ding wieder weglegen, weil ich das dann brauche. Und das ist okay. Damit kann ich arbeiten. Cool. Komm, ich speichere nochmal. Somit ist der erste Snackfight quasi offizielle Timeline. Aber fuck it, ich mach das nicht alles nochmal. Ich habe übrigens den, falls irgendwer Ready 1 HD Remake gespielt hat, ich habe den zweiten Snake Fight, also die beiden Kämpfe gegen die Schlange, macht man auch in einer beliebigen Reihenfolge quasi, da man sowieso die ganzen Sequenzen bricht. Also in der Szene unter den Nerds nennt man so den klassischen Verlauf, in dem man ein Spiel quasi durchspielen soll, in dem man die Gegenstände in der Reihenfolge bekommt, in denen es die Entwickler erwarten, nennt man einfach die Sequence. Und wenn man halt Dinge in einer Reihenfolge tut, die von den Entwicklern so nicht gedacht war, dann nennt man das Sequence Break. Und das haben wir quasi dadurch gemacht. Ist aber auch beim Randomizer ganz normal. Und ja, den zweiten Snake Fight habe ich quasi Knife Only gemacht. Weil ich sonst keine Munition hatte. Das war schön. Was nicht. Was absolut nicht. Oh, Crimson Head. Oh shit. Oh shit. Oh, good. Good. Mhm. Erzähl mal. Nope. Mm-mm. Ja, lass mich rein. In Head in a Time gibt es ein Sequence Break Achievement. Sehr interessant. Wusste ich gar nicht. Aber die meisten Entwickler sind sich bewusst, dass Leute theoretisch... Oder nee, natürlich sind sich die meisten Entwickler bewusst, alle Entwickler, dass Sequence Break etwas sind, was passieren kann und versuchen das halt zu vermeiden, bewusst und aktiv. Residence Key. What? Was war ein Residence Key? Oh, für den Dings. Ja, für den anderen Raum. Für den Hinterhof. Hütte, die noch kommt. Noch so ein Ding. Okay. There's something in the drawers of the shelves. Nothing in the drawers of the shelves. Okay, das ist noch ein... Oh, das ist ja auch randomized, richtig. Okay. Ich hätte vielleicht mein Inventar leer machen sollen, soweit es geht. Was ist das? Auf jeden Fall genügend Heal-Items. So ist es nicht. Bei Open-World-Spielen habe ich oft erst Bei Open-World-Spielen habe ich oft Sachen, die ich erst später brauche, weil man zufällig da war. Und ja, genau, richtig. Use the lockpick. Ja, gerade bei Open-World-Spielen muss man halt irgendwie sich relativ bewusst sein, dass Spieler quasi sich die Welt angucken kann in einer beliebigen Reihenfolge. Okay, nee, ich muss auf jeden Fall erst Platz im Inventar machen. Das da bringt nichts. Stell mir das grauenhaft vor, solche Sequenzen quasi sich zu überlegen und auch dafür sicher sicher zu gehen, dass der Spieler die auch einhält, ne? Shit, 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 shit,
Zum Glück habe ich gerade gespeichert. Eating the ass! Wirklich! Gut, das kann ich jetzt auch auf die Liste von Dingen schreiben, die ich in meinem Leben getan habe. Und zwar mit voller Wucht Eating the ass zu schreien. Gut, danke Videospiel. Zum Glück habe ich gerade gespeichert. Junkie Earth. Weg damit. Brauche noch nur eins. Und das Messer nehme ich auch mal gerade nicht mit. Einfach nur, weil ich Platz brauche. So, ein Heili nehme ich. Und den Schlüssel brauche ich. Gut. Ich habe meinen Train of Thought gerade komplett vergessen. Oh Gott. Ja, dankeschön. Wiedersehen. Wow, zwei Schläge. Instant Caution. Nice. Aber ich bin Crimson Head los. Ich könnte gerade nachschauen, wie das Achievement heißt. Uff. Ich glaub dir das, dass es das gibt. Da ich ja gar nicht allzu viel, leider gar nicht so viel Ahead in Time gespielt habe, wird mir es wahrscheinlich eh nichts sagen. Aber das können wir auch noch ändern. Da bin ich eigentlich auch absolut dafür, dass wir das irgendwann ändern. Moment, hier waren nur Heal-Items drin. Ja. Gehe ich erstmal rüber. Es gibt auch noch Prioritäten im Leben. Eating Earth. Ist das Priorität? Ich meine, Geschmackssache, ne? Jeder braucht Hobbys. Real Tech Lure of a Bee. Was ist Ahead in Time? Ahead in Time ist ein so ein 3D-Plattformer, das gar nicht vor allzu langer Zeit rausgekommen ist. Stell dir vor, eine modernere Iteration von Mario 64, Banjo-Kazooie, so Dinge in dem Stil. Eigentlich super cool. Sorted Fish Lures. Wenn du Spaß an solchen Spielen hast, guck das mal an. Empty Bottle. Various types of fish hooks. Researcher's Will. A ladder is slipped inside. The top part of the ladder is torn. The rest of the ladder is legible. Alma, I have tried to survive only to see you again, but my efforts only delay the inevitable. I am infected, and there will be no cure for what will follow, except to end my life before I lose the only thing that separates me from them. My love for you. In an hour I'll have entered my eternal sleep where there is peace. Where? Nochmal. In an hour I'll have entered my eternal sleep, where there's peace. Please understand. Please know that I'm sorry. Martin Crackhorn. Die Namen auch gerandomized. Es heißt sogar Secrets Break. Nice. And welcome to Secrets Break. An den Boundary Break heißt es. Wem es gefällt, ich meine... mehr dein Ausspruch. Der Zombie hat sich auf Jills Arsch gelegt und gemanscht. Was soll ich denn da? Was?
Was soll ich denn anderes tun? Muss ich einfach nur... Moment. Moment. Alle... Ne, die ganzen Items waren nicht gerandomized, aber der Hook war gerandomized? Wait a second. Ne, es hat ja mit nichts zu tun, ne? Ne. Weil hier ist ein Hook dran. Ein Haken. Und den Haken verbindet man, glaube ich, normalerweise mit der goldenen Biene. Und dann passiert irgendwas. But not today, as it seems. Soll ich eat ass quoten? Da haben wir leider... Nee, lass mal. Nee, lass mal. Komm, fuck it. Ich benutze jetzt einfach, dass das Ding gut ist. Kiddo. Ein wunderschön Gnomend. Na, alles fit? These footprints look like they headed straight through the bed. Also kann ich das verschieben? Nee, ne? Das habe ich auch früher gedacht, dass man das verschieben kann, weil das halt so... Das geht später vielleicht weg, glaube ich, wenn ich in dem anderen Raum das Puzzle löse. Run. Run. Anni, schöne Gnorwin, ne, alles fit? Ah, jeden Tag wieder ein bisschen besser, das freut mich. Dies ist gut zu hören, dass es dir besser geht. Der liest ja den zweiten Teil nicht laut vor. Ja, ich habe das ja gelesen, ich lese nicht immer alles laut vor. Lucy. Ich lese auch viel Chat, den ich überhaupt nicht vorlese. Wow! Onxos, danke für den Follow. Merci, merci. Willkommen, willkommen. So, ich hau die jetzt einfach hier in die Kiste rein. So, viel Spaß damit, Kollege. Dass die andere Biene jetzt, bei genauer Betrachtung vielleicht gar nicht so klug. Well, it's too late now. Das Ding brauche ich auch erst später. Oh, scusi. Ich wollte ja heute Abend eigentlich noch eine Runde Simulacra machen, eigentlich. Eine Runde. Oh, sorry. Jetzt ist es aber auch schon wieder 20 nach... Wir machen noch bis 12 Resi, würde ich sagen. Und dann mache ich noch ein Stündchen Simulacra. Ich habe gestern so lange gestreamt und dementsprechend die Nacht nicht sehr viel geschlafen, weil ich heute Morgen sehr früh aufgestanden... Ja, für meine Verhältnisse sehr früh aufgestanden bin. Daher machen wir heute mal nicht so lang. Wo ist ins Bett? Wünsche noch allen eine gute Nacht. Dankeschön. Und das schlaf schön. Danke fürs Reinschauen. Nochmal danke für den Follow. Bleib gesund. Geb auf dich acht. Simulacra, ja. Ich würde es gerne durchspielen. Also, so cool ich das Game finde und so viel Spaß ich damit habe, die Liste an Games, die ich noch mir zu Gemüte führen würde, die wird immer länger. Immer länger. Deswegen bin ich eigentlich froh für jedes Game, wo ich mal einen Haken dran machen kann. Was ist eigentlich mit dem Raum?
Oh, nee, darum will ich ja nicht, durch die Tür. Die mag mich nicht, die Tür, richtig. So. So, jetzt kann ich hier. Da ist jeweils noch Zeug drin, aber glaube ich nur in dem linken der beiden roten Räume ist nur ein Puzzle, wo mir noch ein Teil fehlt und im rechten sind Heilgegenstände. Ich glaube genau andersrum, ist aber egal. Ich kann aber, wait a gosh darn second, ich habe seit Ewigkeiten ein Puzzle-Item dabei, dass ich. Oh, die da stehen gleich auf. Dass ich mal benutzen könnte, weil ich inzwischen, glaube ich, den Schlüssel dafür habe. Das öffnet dann auch wieder eine ganze Kaskade an Möglichkeiten. Vielleicht sogar Gegenstände, die nicht Elektroschocker oder grünes Kraut oder Ingraben sind. Das wäre nice. Okay, dafür müsste ich jetzt quasi hier hoch, raus, rüber, runter, rein. Rein, rauf, runter, raus. Eat a dick. Gut. Hol ich meinen Dolch wieder? Nee. So tot, du bist tot. Ich weiß, es ist eine doofe Idee jetzt, wo ich mal Munition habe. Direkt zu verballern, aber hey, fuck it. Ich habe das Messer nicht dabei, ne? Ne, habe ich nicht. Also war tot, okay, gut. Ich könnte auch mal da rein. War ich auch noch nicht, ne? Aber, ich mache jetzt erstmal das, was ich vorhatte. Anni, habe ich dich eigentlich schon begrüßt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es ist eben so viel passiert. Für den Fall, dass ich nicht getan habe. Hi, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Hier durch, ne? Und warte, das Raumecho hier drin ist so krass, dass ich immer, wenn ich hier durchlaufe, ich denke, ich höre noch eine zweite Person Fußspuren von sich geben, Schritte von sich geben. Hä? Fußspuren? Oh Gott. Nö. Nö. Lass mal. Nö, ist okay. Jill. Vergangenheits-Jill, könntest du von Zukunfts-Jill die Ausweichrolle lernen, bitte? Gut. Tot? Das Ding mit den. Oh Gott. Gut. Das Ding mit den Crimson Heads. God, fuck it. Die sind zwar. Die machen Schaden wie Sau, haben aber nicht so viel Munition unbedingt. HP. HP. Haben nicht so viel HP unbedingt.
Gut, Munition haben sie auch keine. Die Aussage war prinzipiell richtig. Sorry, what? A wooden counter made of oak. It gives off a pleasant aroma. Like a fine wine. Ja, ich gehe auch erstmal in den Raum rein und rieche an der Theke. Geile Theke. An expensive looking piano. Wait, kann ich. Muss ich nicht sogar zuerst? Nicht das unbedingt, aber. Hier. Nee, das muss ich glaube ich nicht zuerst machen, aber ich mach's trotzdem zuerst. Und das halt ein bisschen komisch. Die Tatsache, dass sie jetzt im HD-Remake quasi auch sich dazu entschieden haben, die Hintergründe vorzurendern. Und man sieht dann immer noch bewegbare Gegenstände, die herausstechen wie, keine Ahnung, deine Mutter im Stripclub. Was heißt das überhaupt? Ist hier noch mehr? Nee, ich glaube nicht. Auf der anderen Seite, das HD-Remake kam ja auch ursprünglich für den GameCube raus, als erstes glaube ich sogar. Nie ein GameCube. GameCube ist eine der Konsolen, die unglaublich geil war, aber für die keiner so wirklich Nostalgie hatte oder hat. Oh, wait a second. Oh, das war's. Oh, Travis Diary. Ich bin aufgewachsen mit der ganzen Nintendo-Reihe von NES bis GameCube und ich bereue keine. Und GameCube war so die Konsole, in dem Alter war ich so, dass ich halt Gaming bewusst ernst genommen habe und nicht unbedingt gezockt habe, weil ich halt nichts Besseres mit mir anzufangen wusste, so nach dem Motto. Was ist ein GameCube? Ich will auch ein GameCube. Ich hätte gerne die ganze Reihe wieder. Ich habe mein NES wieder abgestaubt und der steht jetzt da oben im Regal. Ich besitze theoretisch noch ein NES, SNES, N64 und GameCube. Aber der ist seit ungefähr einer Dekade nicht mehr in meinem Zugriff, if you know what I mean. Naja, Travis Diary. 11 days have passed since arriving on this estate. How did I end up like this? A guy in a lab coat brought me a meager plate of food. Oh, a guy in a lab coat brought me a meager plate of food and said, "Sorry to put you through this, but it's security reasons." And that, when it hits me, it all makes sense now. There are only two people that know the secret of this mansion. Sir Spencer and myself. If they kill me, Sir Spencer will be the only person that knows the secrets. But for what purpose? It doesn't matter now. It's too dangerous here. My family, I hope they're all right. I have decided to escape. Jessica, Lisa, I save you, I pray. Pray you are safe. Vielleicht ist es mit Simulacra keine gute Idee. Ich habe echt Stress mit meinem Lesen heute Abend. How could I be so careless? I lost my favorite lighter, the one Jessica gave me for my birthday. Now it's going to be that much harder to escape in this dark place. November 13th, the date where my fate was sealed.
My aunt was hospitalized just 3 days before that. Jessica and Lisa said that they were going to visit her. I wish I could be there with them. But wait, even as I'm writing, my memory, it's coming back to me more vividly. Just before I passed out, I remembered a man in the lab coat said something like, Most likely your family is already. I pray for their safety. Somehow I managed to get out of that room, but getting out of this mansion won't be easy. I have to get past all the booby traps. Booby! Gold tiger eyes, gold emblem. I have to try to remember for my own snake. Snake? Snake! Snake! Banjo-Kazooie auf N64. Das war mein Weihnachtsstream. Habe ich innerhalb von... ich wollte innerhalb von einer Session Banjo-Kazooie 100% durchspielen. Hat nicht so funktioniert. Ich wollte auf 2 Sessions ausweiten. Hat auch nicht so funktioniert. Aber innerhalb von 3 Sessions habe ich Banjo 1 100%. Ich habe einen Ohrwurm von KK Metal. What the fuck? Bitte spiel es hier. Hab ich ja. Ich bin irgendwann hauptsächlich auf PC umgestiegen. Ja, inzwischen würde ich mir auch keine Konsole mehr zulegen. Aber damals war das schon was anderes. Aber habe ich ja genauso gemacht. Ich habe 2 Game Boy Color, 3 GBA, davon 2 SP und 1 3DS, eine NES, N64, GameCube, Wii U, eine PS3, PS4. Du Konsolen, Prollo. Nochmal? Nee, danke. Nee, danke. Vielleicht andere Collectathon Games in dem Stil, die wir noch nicht gespielt haben. Lauf doch an der Tür vorbei, du dumme Kuh. Während ich drauf zulaufe und B drücke. Ich habe Banjo-Tooie nie gespielt. Ich bin glaube ich, tot einfach, schlichtweg. Oh. Okay. Mario 64. Wir hatten eben die Rede von Ahead in Time. Sowas. Wieso wirst du keine Konsole mehr holen? PS5? Ach. Der Preis und die paar guten Exclusives, das lohnt sich einfach nicht. PC Gaming ist einfach so viel interessanter und vielschichtiger und für Streamen auch so viel einfacher. Und facettenreicher und im Großen und Ganzen einfach mehr mein Ding. Ich würde mir nochmal... Also... Ich hatte überlegt... Ja, ich rede eigentlich auch Schwachsinn, ne? Ich habe ja eine Switch... Okay, ich würde mir keine Nicht-Nintendo-Konsole mehr holen, sagen wir so. Aber siehst du mal, ich denke von der Switch so, dass die zu meinem Setup oder zu meinem täglichen Leben quasi schon gehört, dass ich gar nicht darüber nachdenke, dass ich die besitze. Eine PlayStation, ich habe ja eine PlayStation 3, theoretisch, und die mache ich nie an. Die mache ich an, wenn ich Demon's Souls spiele und... Punkt. Lass mal schauen, was die PS5 so bringt. Hatte die 4 nur wegen der Inclusive Games. Ja, richtig. Irgendwann werde ich auch mal auf PC umsteigen. Also, ich kann eigentlich den meisten, oder ich würde es, hätte es den meisten rückwirkend quasi empfohlen, es
denselben Wechsel zu machen wie ich. Ich war bis GameCube Consolero Deluxe und bin dann umgestiegen auf PC. Und das war so die richtige, für meiner Meinung nach, die richtige Entscheidung an der richtigen Stelle. Klar, es gibt gute PS4-Exclusives. Ich trauere um wie macht man die auf? Also, ich trauere um... Da ist nur eins dran, okay. Persona. Ich trauere um Horizon Zero Dawn. Ich trauere um... Ukulele. Ukulele ist nicht so gut bewertet worden, aber das würde ich auch mal zocken. Aber wahrscheinlich vorher Ahead in Time. Aber ja, Ukulele ist ja der spirituelle Nachfolger, ne, von Banjo-Kazooie. Wo Ahead in Time so ein bisschen der Nachfolger von... Ja, nicht unbedingt Mario 64, aber so... Auch nicht Mario Galaxy, ich weiß nicht. Das hat so alle klassischen Collectathon-Plattformer so ein bisschen kombiniert. Fuck it. Wobei, Ukulele gibt's auch für die Switch, glaube ich, beide. Ich hab nix mehr. Okay, ich habe genügend Key-Items. Ich weiß noch nicht, wohin damit. Ja, und nun? Achso, ich wollte, ja. Ich bin ja eigentlich bewusst hierhin zurückgegangen, erinnere ich mich gerade, weil ich das Ding nehmen wollte. Okay, Google. How to not die on the way back to the piano room. Badam, 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 badam. Wäre es nicht darum einfacher gewesen? Ja, ich kann ich nicht. Wait a second and a half. Ja, ja, fuck off da oben. Nee. Ich komme jetzt da rein. Noch so eins? Okay. Ich könnte erst mal gucken, was hier ist. No. No, du bleibst draußen. Dankeschön. Bis zum schaue ich mal, was da kommt. Die haben ja gezeigt, dass die Konsole... Okay, das ist ein Muster da. Ich komme sofort wieder. Ich komme gleich. Dass die Konsole früh kauft am Arsch ist. Wenn später die Pro-Version kommt. Ich vertraue einfach drauf, dass alle guten Spiele für die PS5 der gute Travis sich zulegt, der mit dem Teil rüberkommt und wir die dann zusammen streamen. So wie wir das bei Last of Us gemacht haben. Und das deckt eigentlich alles ab. Vielleicht bekomme ich die auch mal ausgeliehen für Persona 5. Weil, fuck yeah, Persona 5. Was ist denn? Ach, da.
leg das da mal noch weg. Das brauche ich zwar auch, aber ich brauche, glaube ich, echt viel Platz im Inventar, weil da echt ein, wie man in Fachkreisen so schön sagt, ein Arsch voll Zeug liegt. Ich lasse doch das mal weg. Lass uns 2, yeah. Es kommt ja jetzt nächsten, übernächsten Monat. Wenn mich nicht alles täuscht. Ersten fand ich klasse. Hat viel Probleme gehabt, das Spiel, aber trotzdem fand ich es sehr gut. Wenn es nicht verschoben wird, es wurde ja schon x-mal verschoben. Ich glaube nicht, dass es nochmal verschoben wird. Es wäre ja schon draußen. Normalerweise. Und sie haben es ja nur... Ich weiß gar nicht was, aber offizielles Statement war irgendwas wegen Corona. Haben sie es verschoben. Wie ging das nochmal? Ich muss es da reinmachen und dann auf Rot drücken, glaube ich. Which way do you turn the switch? Red. Yay, die, bitch. Geh nach Hause, Tentakelmonster. Wait, ist das jetzt mehr grünes Kraut? Was hier rum, weil das ist alles, das sind 5 Gegenstände, das hier. Plus die Maske 6. Und theoretisch, ich glaube, wenn man sich dumm dran stellt, kann man die alle kaputt machen. Oh Gott, das ist alles Kräuter, oder? Oh no! Die ist nicht gerandomized. Genau aus dem Grund. Oh, leck mich doch. Hey Chat, guck mal, ich habe grünes Kraut gefunden. Nice, oder? Oh, endlich grünes Kraut. Grünes Kraut. X-Ray. Okay. Und irgendein hoffnungserfüllter Fetzen in mir hatte gehofft, dass da drin Schlüsselitems oder Munition liegen könnten. Statt diesen 12. Ja, ja, fuck off. Don't care. Statt diesen 12 Kraut da drin. Aber nein. Smoking weed every day. Ich habe mein Piano nicht angeschlossen. Sonst könnte ich meine unglaublich schlechte Version von Still DRE euch vorspielen. Die ich einmal geübt habe und dann nie wieder. So. Yay! Mehr grünes Kraut. Fuck. Yeah. Okay, Ziel ist es, die ganze Kiste mit grünem Kraut voll zu kriegen. Können wir das schaffen? Ich befürchte, ja. Ich speichere jetzt nochmal. Da ich ja nichts mehr habe, um mich zu wehren. Ich könnte das Messer mitnehmen. Da ich außer dem Messer nichts mehr habe, um mich zu wehren. Might as well alle 3 Minuten speichern. Und by the way, an alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder vielleicht wieder vergessen. Wir machen am Freitag, diesen Freitag, ein kleines Overwatch, Messer nicht dabei, ja, Overwatch Community Games, wo wir ganz gechillt zusammen ein bisschen, ich will eigentlich was Interessantes probieren, also auf der einen Seite will ich, dass wir so viele Leute zusammenkriegen und zusammen gechillt Overwatch spielen. Hoffentlich kriegen wir 2 Teams voll.
Es wären 8 Personen, ne? Es ist 4 gegen 4. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Wenn nicht, spielen wir mit weniger gegen weniger. 3 sind wir schon. Und ich würde das Ganze zumindest mal gern so... Falsch. Ich habe jetzt nicht mehr gelabert und nicht darauf geachtet, was ich mache. Würde das gern mit einer kleinen Diskussionsrunde kombinieren. Und zwar spiele ich schon länger mit dem Gedanken, so, naja, ich will es nicht einen Podcast nennen und ich will es nicht unbedingt eine, keine Ahnung, nicht unbedingt einen News Report nennen, aber irgendeine Diskussionsplattform, wo mit Leuten, die ebenfalls an Videospielen interessiert sind, mal ein bisschen über das Thema diskutieren. Was haben Leute aktuell so gespielt? Was gibt's für Neuigkeiten und so weiter? 5v5? Kann auch sein. Hi. Nope. Ich bräuchte hierfür... Hab ja schon einen der Diamanten. Ja, und dazu habe ich halt den guten Herrn Titterich, der Edit-LP, der öfters hier rumlungert, und den Niki. Und wir versuchen das mal zu dritt, uns unser Gehirn gleichzeitig auf Videospiele spielen und labern auch high aufzusplitten. Auch wenn ich schon merke, dass gleichzeitig Reden und Gegenstände aus einer Kiste rausholen mir Schwierigkeiten gibt. Jetzt bin ich hier. Oh no. Well, shit. Oh no, ich hab nach wie vor nichts. Gut, toll. Zum Glück habe ich gerade gespeichert. Pff, fuck off. Keeper's Diary. Okay, ich komme hier wieder. Okay, weißt du was? Ich lasse mich gar nicht erst killen. Ich lade neu. Ich habe gerade gespeichert, ne? Ich habe gerade gespeichert. Ich komme wieder hier hin, wenn ich Munition habe. Vielleicht sogar Shotgun? Das wäre nice. Ja, und dafür wird es am Samstag, Freitag dann so ein, ich nenne es mal einen Pilotstream. Mal sehen, wie chaotisch das wird. Aber mir persönlich fehlt das so ein bisschen. Das ist wirklich, weiß nicht, deutsche Plattformen gibt, die sich einigermaßen normal über Videospiele unterhalten. Ne? Leute informieren, was passiert, was vor sich geht. Ich habe die scheiß Rubin wieder nicht dabei. Ja, ist okay, 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 ja, ist okay. Fear can kill you. Butter is made from cow pee. No, it's not. Den müsste ich doch da reinschmeißen können, ne?
Klingt aufregend. Mal sehen, wie es wird, ne? Mal sehen, wie es wird. Und wenn das funktioniert, ist immer noch ein reines Hirngespinst. Es kann sein, dass das die reinste Shitshow wird. But you never know if you don't try it. Dann nehmen wir uns vielleicht auch irgendwann Gäste dazu. In die Gesprächsrunde. Oder machen das allgemein mit wechselnden Sprechlern. Genau. Das ist das Wort. Mit Sprechlern. Okay, lass mich raten. Wir kriegen Ink Ribbons. Ribbon. Ribbon. Da ist die Magnum? Ne, andere Seite ist Magnum. Oh, Shotgun ist da eigentlich. Und wir kriegen ein Key-Item. Okay. Dann ist das mal eine Voraussetzung, dass man das tut. Gut. Ich brauche den gelben aber noch. Gut, ich könnte jetzt da unten die Tür aufschließen. Und da unten links brauche ich noch nicht rein. Habe ich das Emblem dabei? Ne, habe ich nicht. Gut, dann gehen wir das nochmal raus. Ne, doch. Ne, doch. Oh. Okay. Hi. Might as well. Oh, da ist noch ein Crimson Head, ne? Muss eh nicht lang. Ich müsste nur irgendwie hier durch, ohne zu sterben. Hi. Gut. Gut. No. Wie viel verficktes Glück ich habe, dass die mal ins Leere greifen. Oder ich bin vielleicht einfach die RE2 und 3 Zombies gewohnt. Die halt immer um sich greifen, wie der Idiot. Jetzt ist ja schon quasi bestätigt, dass Resi 4 als nächstes remaked wird. Was, wer öfters mir zuhört, auch weiß, dass ich das für Schwachsinn halte, aber who cares? Ich bin eher, mir brennt unter den Nägeln eher nach Resi 8 Sacht Sachertorte. Rocknix, meine Worte exakt. 4 ist perfekt, wie es ist. Ich meine, okay, ich verstehe Capcom irgendwo. Die haben mit der RE-Engine haben die so eine Goldmine quasi gefunden. Ne? Du kannst da, du machst einfach, egal was du da für ein Spiel drin baust, es wird wahrscheinlich ziemlich gut. Ne? Und RE4 ist halt bekannter und beliebter als jetzt zum Beispiel Code Veronica. Wobei Code Veronica halt das Spiel wäre, das es verdient hätte. Kann nur schief gehen, ja, wenn sie Quicktime rausnehmen und sonst so lassen. Ja, die werden das ganz komplett overhaulen, wie sie es mit 2 und 3 gemacht haben. Und theoretisch, meine Meinung, die Spielmechaniken überarbeiten und überdenken und die Art, wie Leon sie steuert, wie die Waffen funktionieren, das kann man von mir aus überdenken und überarbeiten und dann was machen. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Die Story, den gewissen Ton, den das Spiel angeschlagen hat, die Witze, die damals funktioniert haben. Ne? Ich sag nur, ein sehr kurz gewachsener Mensch in einem Napoleon-Kostüm, der dich in einer
steinernen Version von sich selbst durch einen Gang verfolgt. Eine gigantische steinerne Version von sich selbst. Dann, wie willst du denn sowas, sowas Saudämliches, in so einer realistischen Engine wie RE-Engine nachbauen? Das kann vom Ton her nur in die Hose gehen. When the two have run each other through. Oh ja, wie war das noch? Das lange Ding geht links und das kurze Ding geht rechts. Try it, yes. Small, large. Left. Oh, es geht nur so? Oh, wait. Oh, es geht nicht um die Richtung. Es geht, lang ist Kopf, klein ist... Okay, lang ist Armor, kurz ist... Nee, lang ist Helmet, kurz ist Armor. Lang ist Helmet, kurz ist Armor. Oh, large ist nicht der lange Zeiger. Das war die falsche Richtung. Das ist ein sehr umständliches Menü. Looks like you can turn each key of the clock. Try it, yes. Turn which key? Wenn der Text so langsam ist, dass man ihn nach vorne drücken will und dann aber immer wieder das. When two have run each other through the path to your destiny will open. It looks like you can turn the gears inside the car clock. Try yes. Turn which gear? Large. Turn in which direction? Don't care. Keep turning. Oh. Oh, turn which gear? Large. Turn and watch. Wirklich? Muss es so umständlich sein? Na toll, dann muss ein Meisterwerk werden, wenn es besser als das Original werden. Das glaube ich, wird's nicht. Es wird. Okay. Es wird vom Gameplay vielleicht besser als das Original. Das kann ich mir vorstellen. Resi 4 war vom Gameplay her nicht so solide. Gleich gut oder besser. Ach so. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass es vom Gameplay her besser werden kann. Potenziell. Aber tonal, ne. Tut mir leid. Das kann nicht funktionieren. Ich will oben in den Raum nur rein, wenn ich Shotgun-Munition habe. Ich habe keine Shotgun-Munition. Wo war ich noch nicht? Was ist denn oben mit dem Raum, wenn ich in den ersten, wenn ich jetzt hier quasi links in dem Bereich unten in die Tür reingehe? Und dann ist diese rote kleine Tür. Die müsste. Oh, wait, ich hab noch. Nee, wait. Viel einfacher. Ich hab noch rechts den ganzen Bereich. Wo noch jede Menge Zeug. Oh, haben wir schon 12. Ich hab kein Farbband dabei, ne? Nee. Aber dann gehe ich gerade speichern und dann machen wir eine Stunde Simulacra, weil sonst schaffen wir das heute nämlich nicht mehr. Weil ich den Kick schon übermächtig fand, habe am Anfang immer die Region ausgelöscht, indem ich alles
angelockt habe, in die Ecke, mein Messer, ja, ja. Das ist halt auch was, was in die RE-Engines, ich weiß es halt nicht, ne? Vielleicht ist es auch durchaus möglich, sowas total Überrissenes zu bauen. Ich gehe da oben rechts in Speichern. Da muss ich ja eh hin, ne? Ja. Da sind aber auch Crimson Heads. Ja, ist mir aber egal. Ich muss da eh hin. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin der Überzeugung, dass es im Gesamtkunstwerk nicht so gut wird wie Sphira. Und was ich viel, viel schlimmer finde, diese Energie könnten sie für eine von zwei Dingen tun. Und zwar entweder was Neues zu tun. Remakes, schön und gut. Ich bin Fan davon, auch alte Spiele Leuten wieder ans Herz zu legen. Aber irgendwann ist auch gut, ne? Das macht Capcom aber immer. Capcom macht irgendwas und dann irgendwann verkacken sie es. Und dann wird es immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Und irgendwann merken sie dann, wie man Dinge besser tun kann. Machen es einmal gut und versuchen dann dieses eine besser gemachte Ding immer wieder zu kopieren. Und sie kopieren es immer wieder schlecht. 20 Jahre in Resi 3 Re-Remake. Ja. Gar nicht so ausgeschlossen. Ich hätte mich ja fast schon mehr für Resi 1 Re-Remake interessiert. Wisst ihr? Das hier in dem Stil von RE2 Remake. Aber du kannst nicht quasi Leuten ein Spiel alle 5 Jahre quasi verkaufen. Ja, du kannst es schon. Sorry. Jahreszahlen arbeiten. Resi 3 2014. Ja, Resi 3 Classic ist ja schon als Resi 3 99 bekannt, mehr oder minder. Und dann ist... Oh Gott, dann fangen wir irgendwann wie Sonic. Dann gibt es Sonic 06. Dann gibt es Resi 06. Und oh no. Oh no. Gut. So viel dazu. Norgol, schönen guten Abend. Ja, alles fit. Schön, dass du reinschaust. Gut. So viel zum Thema Resident Evil. Gib mir gerade ein Minütchen Zeit. Und dann geht es mit Simulacra weiter.